Hallo, Muho, noch einmal mit dem Hamburger T-Shirt und der neuen alten Kulisse, die man wahrscheinlich in Zukunft immer wieder sehen wird. Zum einen sieht man da das Hanya Shingyo als Batik vom Vater, vom Segaku aus Berlin, Undo Dojo. Und auf der anderen Seite, da bin ich auch schon häufiger nachgefragt worden, da sieht man eine Buddha-Statue, oder hier sitzt der, ein Metall-Buddha. Der wurde mir von dem Verleger meiner Sawaki-Übersetzung geschenkt, derselbe, der sich Sorgen macht wegen meines so häufig verkniffenen Mundes und der Gedankenschwere meiner Videos. Den Buddha hat er mir vor inzwischen mehr als einem Jahrzehnt geschenkt in Pattaya in Thailand. Ich habe im Internet ein bisschen gesucht, aber bin nicht fündig geworden. Da gibt es oder gab es einen Künstler in Pattaya, der aus weggeworfenen Metallteilen Figuren macht. In der Regel sind das Motorräder oder Helden aus Comicbüchern wie Superman oder Batman. Und mein Verleger hat ihn dann gebeten, ob er nicht einen Buddha machen kann. Und das hat er gemacht, ne? Also so sieht er aus, ne? Der Sawaki, der hätte da wahrscheinlich einiges zu meckern an der Haltung. Ne? Der Nacken ist nicht so ganz nach oben gestreckt. Die Beine, das ist auch eher so der burmesische Sitz hier. Ne? Das ist weder halber noch voller Lotus. Bei den Händen ist auffällig, dass der Buddha hier die rechte Hand oben hat. Was er vielleicht als Buddha auch darf, ne? Aber wir im Zen haben in der Regel die linke Hand oben. Insofern auffällig, dass der Buddha oder dieser Zen-Praktizierende hier die rechte Hand oben hat. Die Schultern und so weiter ist alles nicht ganz gerade und symmetrisch, aber trotzdem. Ich mag den Buddha sehr, sehr geschätzt von meinem sehr geschätzten Verleger. Ein Geschenk, das mich sowohl in Antaishi und jetzt hier in Osaka begleitet. Und was ich den da um den Nacken gehängt habe, ist eine Kette, die aus Korea stammt. Die hat mir ein Mönch aus Korea mitgebracht. Finde ich ganz cool mit den Totenköpfen, ne? Was ein bisschen ungewöhnlich ist, dass es 19 sind, wenn ich das richtig gezählt habe. Also diese Gebetsketten, die gibt es in, glaube ich, allen buddhistischen Ländern. Und die, die ich aus Japan kenne, die haben entweder 108 Perlen oder zum Beispiel 36, also ein Drittel von 108 oder wiederum die Hälfte von 36, 18 oder so. Wenn man eine Gebetskette hat mit 36 Perlen, dann würde man na, dreimal die Runde machen sozusagen, sodass man auf 108 kommt. Also 108, das ist die Anzahl der Illusionen. Ne? Es gibt da die verschiedensten Theorien, warum es 108 sind. Also wir haben ja laut dem Buddhismus sechs verschiedene Sinne. Die Augen, die Ohren, die Nase, den Geschmackssinn und dann den ganzen Körpersinn. Das sind die gewöhnlichen fünf. Und dann die Gedanken, die auftauchen. Das zählt im Buddhismus als der sechste Sinn. Und was wir mit diesen Sinnen aufnehmen, da entwickeln wir dann entweder eine Begierde dafür oder ein, wie sagt man, Widerwillen dagegen. Ne? Also bei fast allem, was wir sehen und hören, entweder es gefällt uns und wir wollen es haben oder es gefällt uns nicht und wir wollen weg davon. Oder es ist uns gleichgültig und wir gucken gar nicht richtig hin. Und
Alle drei Reaktionsweisen sind im Grunde Illusionen. Das heißt, wir haben sechs Sinne und drei verschiedene Weisen, darauf zu reagieren. Ich will es nicht, es ist mir scheißegal. Macht 18, ne? 3 mal 6, 18. Und das tun wir so in der Gegenwart, das haben wir so getan in der Vergangenheit, das werden wir vermutlich auch in der Zukunft so tun. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. 3 mal 18. Stimmt das jetzt? Ich glaube, 3 mal 18 wären 54. Und jetzt muss man das noch mit 2 multiplizieren. Wie das jetzt funktioniert, habe ich vergessen. Also es kann auch sein, dass ich da überhaupt Blödsinn erzähle, ne? Aber es hatte irgendwas damit zu tun, glaube ich. Es hatte irgendwas mit den sechs Sinnen und der Art und Weise, wie wir mit diesen Sinnen umgehen und auf die Weise unsere Begierden und Illusionen produzieren zu tun. Ne? Und wir kommen auf 108. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass 108 noch eine große Untertreibung ist. Naja, und wie gesagt, weil es eben 108 sind, wird in Japan jedes Jahr um Mitternacht in den Tempeln die Glocken 108 Mal geschlagen. Und die Gebetsketten, die haben in der Regel ein, wie sagt man, ein Bruchteil von 108 Perlen oder 108. Insofern, wie gesagt, 19 macht eigentlich keinen Sinn. Das ist etwas Ungewöhnliches bei dieser Kette. Was auch ungewöhnlich ist, ist die Größe. Wenn sie ein bisschen größer ist, würde ich mir die eigentlich gerne um den Hals hängen, ne? Aber dafür ist sie zu eng. Und um sie sich so um den Arm zu hängen, da ist sie zu groß dafür und auch zu schwer. Also das ist der Grund, weshalb die immer um den Hals von dem Buddha gehängt wird. Der Buddha, den meine Frau auf den Namen Stommu getauft hat. Also der sitzt da immer mit der Kette um den Hals. Irgendwann in der nahen Zukunft vielleicht werde ich da so ein, wie sagt man, eine Öffnung machen, so dass man diese Kette auf und zu machen kann. Dann kann ich sie mir auch, wenn ich solche YouTube-Videos hochlade, um den Hals hängen. Das ist dann vielleicht gut für mein Image. Ne? Also ich wurde ja gefragt, wie das mit dem Gesichtsverlust ist und der Bekanntheit, die ich inzwischen erlangt habe. Wenn ich da so eine Totenkopfkette um den Hals habe, dann hilft mir das vielleicht auch noch Zuhörer zu erreichen, die ich so noch nicht erreicht habe. Dieses Touristen-T-Shirt hier aus Hamburg, wenn man nur bis hier sitzt, sieht das ja irgendwie auch ganz, ganz Hardcore-mäßig aus, ne? fast wie eine Faust da oben. Ne? Nur wenn man sich ganz anguckt, dann merkt man, dass das eigentlich nur was für Touristen ist. Ne? Aber so sieht es eigentlich ziemlich cool aus. Ne? Okay, so viel für heute. Das nächste Mal, wenn ihr mich hier seht, dann seht ihr mich auch wieder vor neuer Kulisse, denke ich mal, und hoffentlich mit weniger Schweiß im Gesicht. Im Moment haben wir hier immer noch über 30 Grad in Osaka. Okay, ich hoffe, ihr genießt den deutschen Herbst und wir sehen uns wieder. Bis denn.